Na komm. Ich sag nur drei Wörter, ich mag nicht mehr. Danke. Das waren aber vier. Abgang auch versaut. Das ist eine Frechheit. Also, mitkommen, glaub ich, dran durch. So, Teppich ist auch noch nass. Also, hierher. Gut, der Werner Feimer hat sich verschüsst Richtung Vögelhof und der hat keinen Nachfolger bestimmt. Das heißt, es gibt schon wieder ein Machtvakuum. Nach den 8 Jahren ja. Machtvakuum unter Feimann schon wieder eins. Jetzt muss ich den Mitterlehner prophylaktisch angeloppen zum Bundeskanzler. Bang, bang. Ja, nix bang, bang. Ohne Kompetenzen. Einfach nur Living Dead. So, hinstellen und... So, ist er noch da oder ist er schon weg, der Alte? Ja? So, was soll das? Weg, geht's weg von meinem Mikro. So. Jetzt hat's der Django schriftlich, da in der Hand habe ich die Urkunde, Bundeskanzler Mitterlehner heißt. Ja, und ich werde euch das auch nicht sagen. Ihr werdet euch nur wundern, was möglich ist unter Bundeskanzler Mitterlehner. Ja? Wie heiße ich? Herr Bundeskanzler. Sehr brav. Wie Herr Bundeskanzler Mitterlehner. Lauter. Herr Bundeskanzler. Brav. Herr Mitterlehner, Sie sind für ein paar Tage noch Bundeskanzler. Jetzt bleiben Sie am Teppich, sonst machst du das Mucke. Ja, hier bei mir zu Gast ist Gerhard Zeiler. Grüß Gott. Sie haben sich selbst eingeladen, weil Sie gesagt haben, Sie lassen eine Bombe platzen. Das heißt, Sie werden der neue Bundeskanzler von Österreich? Nein, das ist eine andere Bombe, die ich platzen lasse. Hat damit zu tun, dass ich vor 8 Jahren ja noch der Chef von RTL war. Und wir haben damals eine Sendung entwickelt, Bundeskanzler gesucht. Und jetzt lasse ich diesen Werner Fake auffliegen. Damals haben sich viele Kandidaten beworben. Wir machen es als Team, Werner, gell? Du bist das Brain und ich bin die Stimme. Wir werden ewig regieren. Ja, und der Kandidat Werner war so beliebt, er ist nicht nur in der ersten Staffel geblieben, zweite, dritte, vierte Staffel. Die Quoten sind immer weiter hinaufgegangen. Die Deutschen wollten sehen, was lassen sich die Österreicher noch alles bieten in der Politik. Und jetzt in der 8. Staffel gehen die Quoten runter. Jetzt ist Zeit für den nächsten Kandidaten, der damals kandidiert hat. Ich bin Christian Kern und ich mag Schildkröten die Lokomotive fahren. Ne? Christian ist Lokomotivenliebhaber und Schildkrötenfreund. Er ist der neue Bundeskanzler in Österreich, in unserer neuen Staffel von Bundeskanzler gesucht. Ja, also Bundeskanzler hätten wir hiermit. Jetzt geht's nur mehr um den Bundespräsidenten. Die Kandidaten wurden von uns Medienleuten gedemütigt. Sie mussten mit Hanno Setterle Auto fahren, mussten selbst kochen oder mit Richard Lugner diskutieren. Die zwei Verbleibenden haben wir kurz gefragt, was sie eigentlich lustig finden. Beide haben gesagt, sie finden es ganz lustig, von Maschek parodiert zu werden. Interessant. Das heißt, wir machen die Final Challenge. Wir fragen jetzt die beiden Kandidaten, wie könnte man sie am besten parodieren? Bitte um Vorschläge, jetzt. Wie man mich am besten parodieren könnte? Ja, das ist eine schwierige Frage. Da muss ich ein bisschen nachdenken. Oder vielleicht eine Zigarettenpause, dann fällt es mir vielleicht an. Naja, das ist nicht so leicht, ja, nicht? Ja. Was könnte man da machen? Sie sind sehr langweilig, Sie sind ja fast schon wieder Heinz Fischer, ja? Aber ich hingegen, ich habe ein Füllhorn an Möglichkeiten, mich zu parodieren. Ja, ich habe in der einen Hosentasche immer eine geladene Glock, in der anderen ein Kreuz gegen die Vampire. Im Revers trage ich immer Symbole, die mehrfach interpretierbar sind, ja? Zum Beispiel Kornblume oder indisches Glückssymbol, ja? Meine Brust ziert ein Bildnis meines Lieblingsmalers Odin und ich sage Ihnen jetzt bei meinem Augenlichte, Sie brauchen vor mir keine Angst zu haben, ja? Maschek, so, meine Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns schon wieder verplaudert.